ein Wort zum Schluss. Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimension, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Das ist, warum wir das so tun. Und so werden wir es auch weitermachen. Das ist ein ganz schlimmer Zeichen für Deutschland. Schlimmer hätte es bald nicht kommen können. Der sogenannte Worst Case ist eingetreten. Dazu gleich mehr. Entscheidung. Planung. Auswanderung. Hallo, hier ist Ron von Nächster Halt Freiheit. Ich war jetzt gerade etwas abholen, nämlich unser neues Hochbeet für Ungarn. So, jetzt aber zum wesentlichen Punkt, der mich nicht nur nachdenklich stimmt, sondern sehr, sehr, gut, habe ich keine Falten, aber normalerweise müsste ich Sorgenfalten haben. Deutschland ist finanziell, moralisch und politisch am Ende und pleite. Deutschland hat nicht nur technologisch den Anschluss verpasst. Deutschland hat Politiker in der ersten Reihe und in den oberen Regionen oft ohne Ausbildung. Männlich, weiblich, divers oder binär. Dies entweder nicht können oder nicht wollen. Schulden werden als Sondervermögen tituliert und bezeichnet. Als Sondervermögen, Schulden. Aber in Wirklichkeit ist überall die Kacke am Dampfen. Keine Medikamente in der Apotheke. Altersarmut. Kaum mehr bezahlbare Strom-, Gas- und Heizkosten. Ungezügelte Migration und eine Schulbildung, die eigentlich jeglicher Beschreibung spottet. Und zum Witz verkommen ist. Aber diese Dummköpfe reden in der aktuellen Zeit immer noch von Regenbogenvielfalt, Vielfalt, Diversität, Lastenfahrräder, CO2-Ausgleich bzw. CO2-Fußabdruck, Waschlappen statt Dusche, kultureller Aneignung, dem angeblich menschenverursachten Klimawandel und veganem Essen. Wenn ich dann mal den Versuch unternehme, einer kritischen Betrachtungsweise mit einem Zeitgenossen, ernte ich meist einen entgeisteten Gesichtsausdruck, leere Augen, leere tote Augen, also im Prinzip The Walking Dead im Alltag. Der Staat verschenkt Geld, was wir nicht haben, an Menschen, die uns nicht mögen, eher verachten und abkassieren wollen. Deutschland rettet alles und die ganze Welt. Aber das eigene Land und das eigene Volk ist scheißegal. Wer diese Umstände kritisiert, ist ein Reichsbürger, ein Querdenker, ein AfDler, ein Schwurbler, ein Corona-Leugner, ein Covidiot oder schlichtweg ein Feind der Demokratie. Also für mich gab es früher einen Slogan, nämlich Frieden schaffen ohne Waffen. Der Außenminister eines Landes sollte in erster Linie auch der höchste Diplomat des Landes sein. Und was macht ein Diplomat? Ein Diplomat redet. Ein Diplomat verhandelt. In der Diplomatenschule wird die hohe Kunst der Diplomatie des Verhandelns gelehrt. Und was machen die Wahnsinnigen? Diese Wahnsinnigen agieren aktuell nach dem Motto: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr den totalen Krieg? Und die breite Masse jubelt. Unbegreiflich für mich. Die breite Masse jubelt. Hatten wir das nicht alles schon mal? In dunklen Zeiten? Eigentlich müsste die Friedensbewegung auf die Straße. Also ihr wisst schon, das sind diese Ökos gewesen mit der Friedenstaube auf der Fahne. Also ich glaube, weiße Taube, blauer Hintergrund. Aber was hört man? Nichts. Die wurden wohl ausgetauscht gegen Klimaterroristen, die sich an die Straße kleben, die in Museen wertvolle Kunst vernichten und beschädigen. Oder einer irrsinnigen Black Lives Matter Bewegung. Schwachsinn. Und nun zum gestrigen Tage. Gestern wurde ein Beschluss gefasst, nämlich der Beschluss,
dass Deutschland Panzer in die Ukraine liefert. Also mit diesem Beschluss der Panzerlieferung befindet sich Deutschland faktisch im Krieg mit Russland. Dieser Wahnsinn hat also nun wirklich seinen Höhepunkt erreicht. Die Bundeswehr, welche faktisch noch nicht mal in der Lage ist, sich 2 Tage lang zu verteidigen, weil die Munition fehlt, hat ja bereits schon die guten Teile der ach so ausgedünnten Ausrüstung in die Ukraine geliefert. Ich blende jetzt gleich mal eine lange Liste ein, was alles denn schon geliefert worden ist. Die USA ist jetzt schon Gewinner dieser Auseinandersetzung. Die USA macht es irgendwie besser. Die USA lässt sich alles bezahlen, was sie liefert. Da stehen dann Kredit- oder auch Leasingverträge im Raum, welche zurückbezahlt werden müssen. Das geschah schon in der Vergangenheit. Großbritannien musste beispielsweise bis vor wenigen Jahren Schulden an die USA zurückzahlen, die noch aus dem Zweiten Weltkrieg resultierten. Seltsamerweise hört man von solchen Dingen in den normalen Medien nichts. Gleiches wird auch in der Ukraine passieren. Die Ukraine ist aber faktisch pleite. Da stellt sich nicht nur mir die Frage, wer bezahlt die ganze Scheiße? 3-mal könnt ihr raten. Nun ein wichtiger Hinweis. Bildung ist noch kein Verbrechen. Nutzt also das Internet, stellt Nachfragen, hinterfragt alles. Auch das von mir gerade soeben Geäußerte. Schon der alte Bismarck sagte, gelogen wird am schlimmsten bei der Jagd, vor der Wahl oder im Krieg. Daran hat sich wohl bis zum heutigen Tage absolut nichts geändert. Gebt doch mal bei Google ein Brutkastenlüge beispielsweise. Ihr werdet staunen, sofern ihr diesen ganzen Vorgang nicht schon kennen solltet. Passt auf euch auf. Sorgt vor, macht euch schlau, trefft nötige Entscheidungen. Ich hoffe für euch, für meinen Schatz Petra und für meine Wenigkeit, dass wir diese kommenden Zeiten, diese kommende schlimme Zeit, relativ unbeschadet überstehen werden. In diesem Zusammenhang habe ich absolut keinerlei Verständnis für diverse Zeitgenossen, die auch ebenfalls auf YouTube unterwegs sind, eine relativ große Reichweite haben und explizit sagen, ach, politisch, Politik, nein, das ist nichts für mich, das behandle ich auf meinem Kanal nicht. Heiland, zack! Aktuell ist absolut die Kacke am Dampfen. So, wie kann man dann immer noch die rosarote Brille aufhaben, den Kopf in den Sand stecken, sich um Hundevideos oder Essensvideos oder ja, was auch immer halt nur kümmern. Schließlich geht's um dein Leben. Und gibt's was Wertvolleres wie dein Leben? Und diese Lebensgrundlage vieler in Deutschland wurde ja nicht nur fahrlässig, ich denke sogar absolut mutwillig in den vergangenen Jahren zerstört. Und die machen munter weiter. In diesem Sinne, liebe Grüße von Ron von Nächster Halt Freiheit. Und nein, ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser großartigen Community, die sich hier gebildet hat. Also ich sehe schon, da gibt es ausschließlich, fast ausschließlich wirklich nur Leute mit Herz, Hirn und Verstand. Das sehe ich an den Kommentaren, auch wenn die mal kritisch ausfallen sollten. Finde ich das absolut großartig, wie man sich hier austauschen kann. Dies gibt mir Hoffnung und ich bedanke mich in aller Form an dieser Stelle dafür. Tschüss.